Meine Damen und Herren, yo. Was geht? Mein Name ist Cheyenne Garcia. Mein Name ist Dr. Nizar. Dr. Cheyenne Garcia, stimmt. Ja. Das haben wir ja schon in den letzten Folgen gehabt. Ja, genau. Wie geht's dir? Nichts, ich bin halt Arzt. Und nein, mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe so ein Stück Fleisch im Zahn, das macht mich verrückt. Ich will einen Zahnstoch, lutsch mir das doch raus. Guck mal, ich bin die ganze Zeit irritiert, ich kann dich nicht angucken. Warum? Diese Locke in der Mitte, die perfekt symmetrisch darunter geht. Ich bin Elvis. Nee. Boah, ich wünschte, ich wäre Elvis. Warum? Boah, erstmal würde ich mit dir nicht mehr ein Wort wechseln. So einer bist du also. Denkst du, Elvis Presley hat den halb iranischen Freund? Nee, aber ich denke auch nicht, Elvis Presley würde Nafri-Aktionen machen. Ich mache keine Nafri-Aktionen. Doch, du bist schon ein Nafri. Nee. Das merkt man. Deutscher. Würdest du sagen, der ist ein Deutscher, wenn du ihn sehen würdest? Also wir haben Zuschauer jetzt hier im Hintergrund. Ja. Die haben 1,99 bezahlt im Pyjamisten-Mitgliedschaft. Ja. Würdest du sagen? Jetzt mal, was sagst du? Lass ihn, warum versuchst du ihm eine Meinung aufzuzwingen? Warum? Lass ihn doch freie Antworten. Ja, ich habe nichts, ich habe ihn nur gefragt. Ja. Okay, frag du doch ihn, dann. Mir ist doch egal, was ich fühle. Guck mal, ich bin wie Tarzan. Hm. Der ging in die Menschenwelt und hat da gesagt, nee, ich bin doch ein Gorilla und ist zurückgegangen. Ist sogar ähnlich wie bei mir. Bruder, bitte, wenn du mich liebst, ja, mach mal diese Locke zur Seite. Ja, ich kann. Die irritiert mich. Ich bin Superman. Der hat doch auch was so eine Locke. Das irritiert mich echt. Okay, ich rede so. Ja, wie soll ich die? Ich hab doch keine Haarreifen, nix. Haarreifen für einen arabischen Mann? Ich bin deutscher Mann. Ich dachte, ich verachtet sowas. Warte. Frauen. Warte. ich habe keinen jetzt hier, dass ich das so machen könnte. Achso, würdest du einen anziehen? Ein Haarreifen? Ja. Ein Haarreif heißt das. Das heißt gar nicht Reifen. Siehst du, wenn ich mit dem rede hier... Bisschen lenkt doch nicht ab. Ein Haarreif. Ja. Ob ich das tragen würde? Ja. Na klar, wenn die Haare zu lang sind. Ach so. Ach so, was? Aha. Was, sag. Ihr seid doch immer gegen sowas. Wer ist ihr? Ja, und gegen ihr. Was sind wir? Ja, das kann ich nicht sagen. Na, sag doch. Sonst werden wir gesperrt. Na, warum? Ja, das ist ja nur deine Meinung. Nee, das traust du dich nicht, deine Meinung zu sagen? Doch. Mach wieso? Ja, guck mal. Ja, ich guck. Wenn man die letzten Folgen so nachblättert. Ja. Dann findet man einige Sprüche gegen Frauen. Ja, genau. Aber dann Haarreif tragen, ne? Ja, und? Haben den Haarreif die Frauen gepachtet? Ja. Haarreif ist dafür da, damit wenn du zu lange Haare hast, damit die nicht... Findest du, ein Mann sollte lange Haare haben? Das kann stylisch aussehen. Lenny Kravitz, Jason Momoa haben lange Haare, die sehen stylisch aus. Lenny Kravitz sieht nicht stylisch aus. Was? Der ist der King. Aquaman hat lange Haare. Rambo! Warte, mach nicht so... Ich guck ziemlich beste Freunde in die amerikanische Version. Guck mal. Oder Rambo, guck mal, ist warte, kein warte. Maßstab. Bitte rede das nicht. Das war 1984. Da warst du 26. Hör zu, guck. Rambo ist der Inbegriff von Maskulinität. Auch wenn es das Wort so nicht gibt. So. Ist dein Ernst? Ey, das ist ein richtiger Mann. So, und stylischer Typ und der hat lange Haare und der hat auch so ein Band. Ein rotes. Damit seine Haare... Das ist, also, den sieht man so auf so ein Magazin. Ein Magazin? Ja. Was ist denn ein Magazin? Ja, ein Magazin. Ein Magazin. Ja, den sieht man so als Sexy Man Alive. Ein Rambo. Nicht George Clooney oder Andrew Agassi-Charme. Vielleicht hat's den Mr. Stallone, der Rambo. Ja, aber Rambo ist ein Mann. Darum geht's. Was atmest du so? Ja, warte mal, beruhig schon mal jetzt. Warte, bevor du irgendwas Schlechtes raussuchst, suche ich schon mal das Richtige raus. Nein, ich suche jetzt was. Nein, ich kenne dich. So. Rambo, Alter. Boah, stylischer Typ. Guck mal hier, guck. Du bist durch. Guck hier, der Körper, Junge. Du bist durch. Stylischer Typ. Okay. Guck mal, der hat auch ein Haarband an. Ey, der ist auch jetzt, ein ägyptischer Animateur. Sorry. Ich bin da voll neben der Spur. Yeah. Klar musst du lange Haare haben und ein Haarreif. Das ist ja bei euch in eurem Vertrag drin, bei den Hotel in Ägypten. Denkst du, Rambo war auch ein ägyptischer Animateur? Er sieht ja nicht aus wie ein ägyptischer Hotel-Animateur. 1 Million%. Wie läuft dein Job? Welcher Job? Ja, in Ägypten. Gut. Wie ist jetzt wegen Corona, fängt die Saison wieder an? Ja. Ja? Aber Einreiseverbot. Habt ihr wieder neue Spiele oder ist es wieder gleich seit 10 Jahren und alle Deutsche feiern das so? Ja? Ja? Kriegst du Trinkgeld? Nee. Die geben dir kein Trinkgeld? Nein. Warum? All inclusive. Der war gut. Apropos Aussehen. Wir hatten ja vor ein paar Folgen davor, ja, hatten wir das Thema,
wenn die Frau, also eine Ehefrau, die verheiratet ist, die Chance hätte, ihren Mann mit einem Knopfdruck Bauchmuskeln zu machen und einen geilen Körper, würde sie es machen oder nicht? Ja, klar. Oder würde sie dich so lassen, wie du bist? Jede wird's machen. Ha! Und er sagt es und er denkt wie ich. King! Jede wird's machen. Also der Mann bleibt gleich, Charakter bleibt gleich. Ja, natürlich. Wir sagen nicht, sie tauscht ihren Mann aus, sondern sie kann ihrem Mann noch Bauchmuskeln. Ja. Die wird das machen. Das ist der Checkpoint für die Frau. Ja, 100%. Jede keine Sorge. Ich diskutiere das mit denen aus. Okay, jetzt hau ich mal was Neues raus. Ja. Würde ein Mann... Jemand wie Rambo. Das ist kein Mann. Was? Bist du durch oder was? Ich kann nicht weitermachen, wenn du dich nicht entschuldigst. Das hätte mein Vater beleidigt, fühle ich mich. Ja, Entschuldigung, beruhigt schon. Ja, okay. Einer, der mit Stein Helikopter abwirft und explodiert. Mit Stein? Ja, mit Stein. Mit einem Stein? Ja. Ja, wer kann das? Sind wir im Irak oder was? Rambo war in Afghanistan. Echt? Ja. Der hat mit den Taliban gegen die Sowjetunion gekämpft. Mit den Taliban zusammen. Ja, im Film. Das heißt, der ist einer von uns. Ja, und zu Hause sitzt er in Beverly Hills und chillt seine Eier. Ja. Das weißt du nicht. Du gehst jetzt von irgendwas aus. Der Typ ist doch Multimillionär. Sylvester Stallone? Ja. Ja, also. Aber Rambo und Sylvester Stallone, ich weiß nicht, ob das... Ist hier nicht das Gleiche. Okay, gut. Was denkst du, wie viel Prozent? Sagen wir mal 100% ganz Deutschland. Wir machen das mal, oder willst du weltweit? Weltweit. Okay, weltweit. Weltweit ist 100%. Ja. Wie viel Prozent der Männer würden ihre Frau auf Knopfdruck, wenn sie es können, ihre Ehefrau, die sie lieben und schätzen, Charakter, alles bleibt gleich, größere Brüste machen, vielleicht einen dickeren Hintern oder Hirscharsch? Ja, ein Hirscharsch. Oder so auch dünner machen oder auch dicker machen. Also, je nachdem, worauf sie stehen, das genau. Meinst du? Würden die es machen? Ja. Männer 100. Wenn Frauen das doch schon machen. Ja, aber ey, guck mal, du dehnst dich sehr weit aus dem Fenster. Nein, Männer sind dreckig. Natürlich machen wir das. Das ist deine Aussage. Ja, genau. Ich enthalte mich. Mister, ich möchte 4 Tomaten und ein Hähnchenspieß essen. Ja, ich halte mich raus. Ja, ja, guck mal, du sollst dich auch wirklich raushalten, so. Für dich kann das ein böses Ende nehmen. So. Willst du es ändern? Das heißt, es kann sein, dass der bald nicht mehr da ist. Wenn er jetzt das Falsche sagt, der ist einfach nicht mehr da in der nächsten Folge. Dann ist das so. Dann sagt er. Also. Guck mal. Denkst du jeder? Ich denke jeder, aber guck mal. Außer? Ja, jetzt kommen wieder außer. Ja, nee, das ist wie bei den Frauen. Außer? Ich weiß, wer außer. Nein. Deine Landsleute, die nach Deutschland kommen. Die nehmen doch die Leute so, wie sie sind. Ja, warte. Ja, weil die so voll aufrichtig sind. Ja. Guck mal. Außer der Mann, jetzt ernsthaft, ist zufrieden mit dem Körperbau seiner Frau. Also nicht, was er ihr erzählt und wie er es angeblich nach außen, also wie er es darstellt, sondern im Ernst, also für sich. Er sagt, ja, muss er meine ändern. Frau hat einen schönen Körper. Aber wenn er es mit dem Knopfdruck so ändern könnte, wie er es möchte, dann wird das machen. 100%. Jeder. Ja, das kannst du nicht sagen. Doch. Guck mal, das ist doch logisch. Wenn jemand sagt, ne, sorry, dass ich das jetzt so sage, wenn jemand sagt, ich stehe auf eine Frau mit 3 Augen. Genau. Das ist einfach mein Ding. Ja. Ich mag Frauen mit 3 Augen. Ich möchte so, wenn ich so ihr in die Augen gucke, so ihr das obere Auge an der Stirn so schließen können mit meiner Hand. So, wenn er darauf steht. Hast du mal so eine Fantasie? Das kommt von deinen Comics. Warte. Weil du so ein Nerd warst und früher keine Freunde hattest. Das Auge schließen? Ja, so während du mit ihr redest, so Baby. Dann schließt du einfach nur das Auge in der Mitte oben. Und das. Und ja, was ist, wenn die so eine Fliege reinkriegt beim Fahrradfahren? Ist ja egal, dann sind doch 2 da. Ja, aber was sagt die, ey, mein Auge, was machst du dann? Dann sage ich, welches Baby? Und dann. Guck mal. Du kranke Typ. Dann ist das doch normal, dass du dir das... Das ist wie wenn ein Mann auf blond steht. Ja, ich... Guck mal, ich glaube dir das. Ja. Aber ich bin nicht überzeugt, dass du sagst, jeder Mann. Doch, jeder. Wie jede Frau. Ja, Frauen sowieso, weil die reden richtig scheiße. Das stört mich ja. Jetzt kommt dieser Frauenfeind wieder aus dem Raum. Nein! Erzähl doch mal, komm. Also nein. Was sagt deine Frau? Warum Frauen sind nicht aufrichtig? Nein, in dieser Hinsicht nicht, nein. Ah. Vielleicht, weil sie rücksichtsvoll auch sind. Weil die sagen, wir wollen unseren Mann nicht verletzen. Der soll trotzdem denken, er ist Jean-Claude Van Damme. Obwohl er einen Jack Black-Körper hat. Das heißt, du sagst, eine Frau, also ein Mann macht es bei einer Frau nicht, aber eine Frau macht es beim Mann, dass man ihm das Gefühl gibt, dass er so perfekt ist. Ja. Und ein Mann macht es aber nicht. Ein Mann sagt leider so, nicht. Nee, vielleicht macht es. Ja. Es gibt ja höfliche und gute Männer. Ja. Ne? Geil. Geil. Ich glaube, das hört man nicht. Ist doch egal, wenn man es hört. Also die blubbern da hinten. Ja, Crack. Und
Aber ein Mann, glaube ich, du merkst das. Guck mal, eine Frau ist doch nicht dumm. Wenn du so gebaut bist, ja, wie Cindy aus Marzahn. Ja. Aber dein Mann guckt den ganzen Tag Baywatch. Dann wirst du doch wohl checken, dass das eher sein Ding ist. Vielleicht erwischst du ihn auch mal bei der einen oder anderen Sache, wenn du zu früh von der Arbeit kommst oder zu früh ins Bad gehst. Warum schüttelst du da so den... Das stimmt mir bei allem zu gerade. Ja, weil ich die Wahrheit sage. Ich bin der Wahrheitsaussprecher. Den kannst du doch nicht glauben. Doch. So ein B-Syrer. Ey, das ist die Tatsache. Das ist ja nicht schlimm. Guck mal, wir sagen ja nicht, der Partner, der so denkt, der schätzt seine Frau nicht oder der verlässt sie. Aber wenn er könnte, würde er das machen. Okay. Denkst du, unabhängig jetzt vom Aussehen? Ja. Wenn es auch diesen Knopf geben würde, für den Charakter, würde man den ändern? Ja, klar. Ja? Ja, weil jeder hat ja was, was dich nervt. Zum Beispiel eine Frau hat ja ganz viele Eigenschaften, die einen nerven. Nein. Guck mal, ich bin jetzt zum Beispiel jemand. Guck mal, ich bin in so einer App drin, ja, für Frauen mit, die behindert sind. So. Wie heißt die App? Binder. Weil ich möchte eine stumme Frau. Ja. So. Ja, aber die kann ich mit den Handzeichen abfacken. Ja, das ist ja egal. Wie? Das kannst du ignorieren. Ich hoffe, du streitst mit der, weißt, wie die ausrastet mit der Hand. Ja. So. Ey, das ist asozial. Ich warte da. So. Und jeder. Okay, da sage ich aber nicht, dass jeder das machen würde, weil manche sagen, ey, ich finde das süß, dass mein Partner, dass er sich darüber aufregt. Ich sag dir jetzt mal was. Ja. Gestern. Außerdem finde ich es schade, dass du die stummen Menschen so unterdrückst. Warum? Wenn ich doch eine stumme Frau will, warum lachst du darüber? Ich bin schon ass. Ja, warum? Guck mal, der ist dreckig, ne? Ja, warum? Ich lache nicht darüber, dass sie stumm ist. Ja. Ich lache darüber, weil ich weiß, du meinst das nicht ernst. So, natürlich. Nein. Denkst du, ein Mann mit einer stummen Frau hat so viele Probleme wie andere Männer? Mit normalen Frauen? Ja, genau. Also, stumme Frauen sind auch normale Frauen. Ändert sich nicht. Doch. Nein. Guck mal, ich glaube sowieso, dass du... Guck mal, du hast ja, ich weiß ja auch, was du stehst. Ü60, hilflos, gutes Rentenkonto. Ja. Und dann kannst du von Ägypten zurück nach Deutschland kommen. Ja. So, also, alles andere ist doch gelogen. Ja, das stimmt. Also, guck mal, gestern, wir waren Fußball spielen, Ebi war auch dabei. Ja. Und dann sind wir danach in die Kirche gegangen. Spaß, in die Shisha-Bar sind wir gegangen. Und dann... Ich wollte eigentlich Shisha aber nicht mehr so viel erwähnen. Ich wollte keine Werbung dafür machen, deswegen. Was Schönes machen. Ja. Und dann sind wir alle hingefahren. Wir haben alle gesagt, ey, hör mal zu, gleich eine halbe Stunde, komm mal nochmal einen dämpfen und so, alles gut. Dann sagt der andere, 21 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob ich mitkomme, weil meine Freundin hat gesagt, ich muss bis 12 Uhr zu Hause bleiben. Ja. Ich muss um 12 Uhr zu Hause sein. Ich guck mal, wie lange die auf WhatsApp online war, um zu gucken, ob ich noch mitkommen kann. Und diese Sache, da saßen 10 Jungs. Ja. 9 haben ihn fertig gemacht. Der Arme. Ja, warum lachst du? Ich lach, weil die lachen. Nein, die lachen. Keiner lacht. Ich hätte ihn verteidigt. Was? Ja, ich schwöre. Warum? Ja, weil ich immer einer bin, der gegen den Strom schwimmt. Und mich hätte gestört, dass alle den angreifen. Ich schwöre, ich hätte ihn verteidigt. Du? Ich schwöre. Jetzt keine Witze über ihn gemacht. Nein. Weil alle machen das ja schon. Warum soll ich das auch noch machen? Aha. So, ich hätte ihn verteidigt. Und dann wäre es richtig aufgegangen. Ja, was hättest du gesagt? Findest du so schlimm? Auf seinen Partner zu hören? Nein, du bist um 12 Uhr zu Hause. Ja, das ist ja auf seinen Partner hören. Ja, und es gibt auch Partner, Schatz, kannst du bitte heute um 12 Uhr zu Hause sein? Das ist doch irrelevant. Nein. Wenn ich dir Scheiße im Geschenkpapier gebe, ist immer noch Scheiße. Ja, es kommt darauf an, wie man eine Partnerin mit dir redet oder Partner oder nicht. Du weißt doch gar nicht, wie sie mit ihm geredet hat. Doch, du bist um 12 Uhr zu Hause, mein Freund. Hast du gehört, dass sie ihm das so gesagt hat? Nein, er hat es mir gesagt. Ja, vielleicht übertreibt er. Wissen wir nicht. Das Problem ist, der hat einen riesen Fehler gemacht. Er hat die Mutter und die Tochter connected, Mutter und die Freundin connected. Und die verstehen sich jetzt sehr gut. Boah, was sehr selten ist. Ja, und sie fragt dann, ey, Schwiegermama, ist der schon zu Hause? Oder sie sagt, wo ist mein Sohn? Und sie sagt, der ist gerade... Warum will die denn, dass er um 12 Uhr zu Hause ist? Weil die sagt, es gehört sich nicht, so spät draußen zu bleiben. Hat sie recht. Sagt der? Ja, sure. Da ist die Wahrheit. Warum macht das Hotel dann zu? Das Hotel. Ja, was man nach dem Hotel macht, das bespricht man ja nicht. So, aber das ist irgendwie jetzt ein bisschen paradox. Ja, jetzt natürlich, wenn... Ja. Guck mal, das ist ein schwieriges Thema. Ja. So, vielleicht hört sie auch so auf, vielleicht redet er auch so mit ihr. Ja, findest du es gut oder nicht? Das kann ich so pauschal nicht beantworten, da muss ich so... Wie findest du das denn? Also ich finde es nicht schlimm,
wenn man auf seinen Partner hört. Ja. Oder dem Partner so schöne Sachen macht. Aber, ich find's auch nicht schlimm, solange aber man das Wort muss, das geht gar nicht. Oh. Also dann erst recht nicht. Ey, du kommst aus einem Land. Ja, na und? Wo jemand gesteinigt wird, wenn man seine Fingerkuppe sieht. Und jetzt machst du so, oh, Wort muss. Ja, na und? Du kommst aus einem Land. Wo man, ich komme aus Deutschland. Nee, kommst du nicht. Du bist auch hier geboren, ne? Ich vergesse das ja, immer. Ja, klar. Weil du so ein komischer Kauz bist. Also, ich find, also muss geht gar nicht. Oh, muss. Da bin ich voll dagegen. Okay. Egal was, aus Prinzip mach ich es nicht. Ja, aber das ist doch Trotz. Ja, na und? Weil man muss aufpassen, wie man redet. Okay, wenn deine... Wenn eine Frau zu dir sagen würde... Ja. Nee, wir nehmen... Warte. Ein Paar. Ja. Die Frau sagt zu ihrem Mann, ihrem Ehemann, dem Vater ihrer Kinder. Ja. Die sind seit 12 Jahren verheiratet. Ey, ich möchte strippen. Da sagt sie, ja, wir sind freies Land. Ja. Jeder kann machen, was er möchte. Sie will sich selbst verwirklichen. Ja. Und sagt, warum? Wir sind ein liberaler Staat hier. Ich möchte strippen. Wenn jemand mich verurteilt, was soll das? So, ich möchte strippen. So. Und der Mann sagt, das geht nicht. Du bist meine Ehefrau. Du bist die Mutter meiner Kinder. Ja. Du musst damit aufhören. Stell dir vor, sie würde dann sagen, nö, jetzt strippe ich aus Trotz. Guck mal, was ein Dreckiger. Ja. Nein. Ja, was? Ich kenne dich. Nein. Doch, ich kenne dich. Nee, was ist dann? Soll sie dann sagen, aus Trotz, nö, muss, das Wort ist gar nicht, das Wort ist so irrelevant. Guck mal, ihr wisst ja, ihr habt ja Nisa langsam kennengelernt. Bei ihm gibt es ja nur das Extreme oder gar nicht. Bei dir gibt es ja keinen Mittelweg. Warum machst du immer so extremes Beispiel? Wenn es so ein Unterschied, wenn die 3 Monate zusammen sind und sie sowas sagt, als eine deine Ehefrau, die noch die Kinder, die Mutter deiner Kinder ist, plus noch, ihr lebt zusammen und ihr habt eine glückliche Ehe. Das heißt, du willst sagen, dass eine Stripperin keine Ehe führen darf? Ja, klar nicht. Ah! Warum nicht? Erklär das mal unseren Zuhörern. Warum bist du so intolerant in dieser Hinsicht? Guck mal, erstens können die Leute machen, was sie wollen. Ja. Interessiert mich nicht. Ich muss nicht etwas tolerant sein, was ich nicht selber will. So, ja. Und ich muss auch kein Rechtschaffen abgeben, so Rechenschaft. Das ist geil, der hat so 600 Fehler wieder gemacht. So, Rechenschaft muss ich ja nicht abgeben. Was ich davon halte, ich halte nichts davon. Ja. Wenn das Leute machen, sollen die machen. Wenn die Männer zu Hause sitzen und sagen, ja, ich still das Kind jetzt für dich, du kannst trippen gehen. Ja. Dann ist es denen überlassen, aber ich halte nichts davon. Ich muss ja nicht immer für jede Scheiße eine Parade machen. Nee. So gefällst du mir. Und warum versuchst du manchmal deinen Kollegen Nisa auszubremsen, wenn er irgendwelche Witze über Albaner Frauen macht? Guck mal, weißt du, warum ich das mache? Weil ich kenne dich, wie du wirklich bist. Ja. Dass du jedes Land respektierst, jede Kultur, jede Religion. Dass du, dass du Frauen sehr schätzt und achtest. Hm? Du hast 700 Schwestern. Ja, ich bin verzweifelt. Ich habe ein Trauma. Ja, dass du immer sehr höflich bist. Misshandelt worden. Und dann machst du hier immer so deine Witze und die Leute verstehen das nicht. Dann tut mir das als Bruder weh. Warum? Aber das ist doch geil. Weil ich weiß, die kennen dich nicht. Die kennen nicht deinen Kern, dass du so ein dreckiger Nafti bist. diesen Kern kennen sie nicht, dass du nur Ü70 Frauen abrippst. Ja, warte. Das kennen die nicht. Aber das bereitet mir doch eine Freude, dass die sich aufregen. Warum willst du mir das nehmen? Ich bremse dich. Ich sag dir immer so, Bruder, du musst nicht übertreiben. Okay. So. Du hast so, guck mal, ich hab mich doch gebessert. Ja, stimmt. Du bist da. Früher damals, hab ich ja die Handbremse gemacht. Ja, schon. Und so 600 Mal geschnitten. Was ja, halt jetzt mache ich ja nicht. Ich lass ja drin. Ja. Nicht alles, aber. Ja, aber die größten Teil lass schon drin. Okay, aber jetzt guck mal. Unter anderem. Und guck mal, im Endeffekt ist es auch wieder echt. Ja. Und es ist nicht geklaut. Guck mal. Nee, es gibt auch, ja doch, von den Amerikanern, klar. Ja. Es geht jetzt über 3 Ecken. Ja, das ist ein Insider. Guck mal, im Endeffekt, wenn Partner diese Absprache haben, dass er so das macht, was sie sagt und er glücklich ist. Die Frage ist, ob ich so mit mir reden lassen würde. Ja, aber jetzt kommen wieder diese Zuschauer, diese Frauen, die dann so sagen, also ich lass mir vom Mann gar nichts sagen, ich bin karrierebewusst und so. Halt mal deine Fresse erstmal. Ja, das finde ich, das, guck mal, wie der ist. Jetzt sag ich dir warum. Ja. Weil das nicht aufrichtig ist. Nee, es gibt Frauen, die so. Na ja, aber ich finde das nicht aufrichtig, sag ich dir warum. Genauso wie ein Mann Respekt haben sollte vor einer Frau. Ja. Egal, ob er Beziehung ist, ob er in einer Beziehung mit ihr ist, draußen auf der Straße mit seiner eigenen Mutter, mit seiner eigenen Schwester. Immer Respekt. Finde ich, dass die Frau genauso Respekt haben sollte auch von dem Mann. Ja, haben die doch. Die sagen nur, ich lass mich nicht sagen. Nein, aber die sagen dann so, ich brauche keinen Mann und so. Hör mal zu, kannst du dich alleine schwängern? Nein, geht nicht, oder? Ja. Brauchst du einen Mann? Kannst du alleine durch die Ehe gehen? Nein, brauchst du einen Mann, oder? Kannst du eine Frau heiraten? Ja, kannst du eine Frau heiraten, aber es geht mir darum, dass sie so sagen, wir sind alleine auf der Welt.
Das ist genau wie die Männer sagen so, ja, ich bleib mein Leben lang Single. Nein, irgendwann brauchst du eine Frau. Irgendwann brauchst du jemanden, einen Partner, der zu, egal ob Mädchen, Mädchen, ob Mann, Mann oder Mann, Frau. Oder Mann, Tier. Oder Mann, Tier. So. Du brauchst das irgendwann. Mich regt es nicht auf, dass sie sagen, also wenn eine Frau sagt, ich will immer, wie ist es, Emilia Penzer werden? Ja, Emilia Penzer, ja. Ja, will ich werden. Und, Okay, aber weil du ja gesagt hast, also du findest das schlimm, dass seine Frau so mit ihm geredet hat. Da hättest du aus Trotz das nicht gemacht. Ja. Dieser Typ. Weil sie hätte es auch höflich sagen können. Dann wäre es okay. Dann wäre es okay? Ja. Würdest du dann hören? Das ist doch egal. Ja, okay. Findest also du, wenn meine Frau, ja, die Mutter meiner Kinder, mir sagt, Schatz, ist schon ein bisschen spät, kommst du heute früh nach Hause? Ich komme eine halbe Stunde früh nach Hause, bevor sie es sagt. Ja, das ist zwar nicht so, wie du sagst. Doch, ist so. Ja? Das würde ich machen. Nee, ich sag nicht, dass du würdest du nicht machen. Ich sag nicht, das würdest du nicht machen, weil du so ein Dickkopf bist, sondern einfach so, weil du verpeilter Bauer bist. Du chillst dann und achtest nicht darauf. Nee, da muss man Verantwortung übernehmen. Das finde ich gut. Aber jetzt. Okay, so aber, es gibt ja diese. Du bist auch verheiratet, ne? Ja. So, also. Da ist auch wieder was anderes. Er ist verheiratet. Ist auch wieder. Ist auch verheiratet? Seid ihr alle verheiratet? Ja, der hat zwei Kinder. Du auch? Bruder, ich hab letztes Jahr geheiratet. Und? Wirklich? Ja? Ja, wir sind jetzt hier live, ne? So. Aber cool. Aber findest du, eine Ehe ist was anderes als Beziehung? Normale Beziehung? Ja, 100%. Also kann man in der Ehe... Also in der Beziehung finde ich schon, dass du ab und zu deinen Partner schlagen kannst. Da geht das klar. Guck mal, was ich sagen wollte. Das ist geil. Was ich sagen wollte. Aber mit Faust oder flache Hand? Nee, das muss man schon so sehen können. Das muss so einen Abdruck hinterlassen. So asozial. Guck mal. Der regt sich über mich auf. Ja, aber guck mal. Das ist so, mein Freund. Warum ist das was anderes? Erklär es erstmal. Ja, weil bei einer Ehe ist es ja schon so, dass du Verantwortung übernimmst. Deswegen gehst du die Ehe ein. Ist deswegen aber nur ein Blatt Papier. Nö. In Deutschland ja. Nein. Warum? Weil in Deutschland selbst, hat jemand von euch schon mal im Standesamt geheiratet? Ja. Sagen die nicht da auch sowas wie, ihr seid jetzt vor Gott verheiratet? Irgendwie sowas in der Richtung. Nein, nur in der Kirche, oder? Ich glaube beim Staat, beim Standesamt sagen die auch irgendwie der Bund der Ehe. Ja, genau. Die reden schon so darüber, dass das was Heiliges ist. Ja? Ja, so. Also eine Ehe ist heilig? Ja, eine Ehe ist heilig. Klar. Ja. Vom Deutschland aus zu dir. Ja. Genau, deswegen gibt es ja da Rechte, die gesetzeskonform sind. Also die Rechte nur für die Frauen. Ja, leider. Und die Männer haben ja gar keine Rechte. Als Mann hast du gar, wenn du die scheiden lässt. Ja, allem, das ist vorbei. Dann kriegst du noch so eine Pitbull-Anwältin von der Gegenseite. Ja, und dann dein Anwalt ist wahrscheinlich auch nicht happy, weil er sagt, ey, meine Frau hat mich auch gerippt. Warum soll ich dem helfen, dass der da auch... Aber ey, ich habe mir jetzt eine gute Frage. Warte, ich bin nicht fertig. So, ja. Ich muss meine Frage nicht vergessen. Ja, warte. Merkst du dir? Also worauf ich hier... Warte doch. Ja, Junge, wie lange musst du überlegen? Bist du richtiger Baumschüler? Hast du Kameras aus. Spaß. So. Okay. So, wir leben ja in einem liberalen Zeitalter. Das ist vorsichtig. Junge, das ich auch verstehe. Ja, wir leben... Alles sehr modern geworden. Das ist okay. Ja, so. Und heute sehe ich... Ich kann das ja beobachten. Man bekommt das ja mit, dass also ich persönlich... Junge, wir sind nicht so politisch korrekt. Ich bin jetzt raus, Alter. Warum ich so vorsichtig bin, ist, weil ich mache mein Gangster-Image jetzt ein bisschen kaputt mit dieser Aussage. Ach so. Ja, da kannst du langsamer reden. Ja, ich finde es nicht verkehrt und ganz normal, auf seinen Partner zu hören. Und auch wenn dein Partner was von dir verlangt. Ja. Aber heute leben wir in einem Zeitalter, wo die Leute sagen, ich bin ein Erwachsener oder ich bin ein Erwachsener. Da kann man bestimmt nicht sagen, ich weiß, dass für mich gut ist. Es kommt darauf an, wie die Frau damit geredet oder der Mann. Ich kann selber entscheiden, was für mich gut ist. Und ich sage nein, weil jeder Mensch hat andere Bedingungen und Bedürfnisse. Das, was du in Ordnung findest, kann sein, dass mir das nicht gefällt. Ja, aber es kommt sich darauf an, wie man aber redet. Ja, natürlich. Du sollst jetzt nicht mit so einem Dropkick deinem Partner deine Meinung mitteilen. Ich glaube, du sitzt in der Bar und dann kommt die Frau, gibt einen Nackenklatsch, der Mann sagt, ja, das ist natürlich asozial. Das ist auch ganz klar. So. Aber ich sehe, dass sich das dahin bewegt, dass die Leute immer, auch in der Ehe, so diese Selbstverwirklichung betreiben und sagen und sich angegriffen fühlen, wenn dein Partner dir was sagt oder was verlangt. Ich persönlich
Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das sogar richtig. Was ist daran schlimm, wenn die Frau zu ihrem Mann sagt, ich möchte nicht mehr, dass du das und das machst? Ja. Aber heute wirst du so erzogen, auch die Gesellschaft, auch die Medien teilen dir das mit, nein, du darfst dir auf keinen Fall was sagen lassen. Du bist dein eigener Herr. Der kann doch nicht über dich bestimmen. Nein, das ist ja übertrieben. Ja, genau. Aber ich finde es nicht schlimm. Oh, ey, von beiden Geschlecht. Aber guck mal, zum Beispiel kann sein, ich persönlich mag auch nicht den Spruch. Was heißt, ich mag ihn nicht. So, jeder soll machen, was er will. Ich kann mit dem Spruch nichts anfangen. Ja, ich weiß schon, ich bin erwachsen. Ich weiß schon, was sich gehört und was nicht. Jeder denkt anders. Kann sein, dass du jeden Tag in die Spielhalle gehst als Mann. Und deine Frau, okay. Ja, weil du das okay findest und deine Frau stört das. Was ist daran schlimm, wenn deine Frau dann sagt... Eine Prostituierte sagt ja auch, für mich ist es in Ordnung. Genau, und dann kannst du ja entscheiden. Sollst du dann sagen, ja, die muss wissen, was sie macht? Das ist ja auch so ein Spruch. Nee, ich bin erwachsen, der soll mich nehmen, wie ich bin. Ja, aber ich will dich nicht nehmen, wie du bist. So, weißt du, Scheine? Aber ich habe aber eine geile Frage. Ja. Da will ich euch mal alle hören jetzt. Ja. Ibi hat eh meine Meinung. Was hältst du davon? Überleg genau. Ja. Ein Ehevertrag in der Ehe. Zwischen Mann und Frau. Ja, guck mal, das ist jetzt vor allem mit Dr. Dre der Fall jetzt. Ja, ja. Was hältst du davon? Boah, der ist am Ende. Der Dr. 800 Dr. Millionen Dollar. Schönen Grüße an Dr. Dre in diesem Sinne. Hast du verkackt, hast dir eine 30-jährige jüngere Frau geholt, die sehr attraktiv ist. Dachtest so, du bist der Boss und brrrk. Wir haben aber 20 Jahre zusammen, ne? Ja, aber deswegen sagen viele, mit jüngeren Frauen ist das so eine Sache. So, weil irgendwann... Da seid ihr ja im Fachgebiet, erzählt mal. Ja, genau, weil irgendwann, selbst wenn sie 20 Jahre mit dir zusammen war, ist sie 37 noch oder so? Ja, ernsthaft, weil ja. Du sie mit 17 kennengelernt hast oder so, oder sie ist 8. Jetzt, ich weiß, sagen die Leute, ist illegal, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, bei denen ist ja normal da. So. Das heißt ja genau. Ihr. Schönen Gruß an R. Kelly. Und, oder sagen wir mal, du hast sie mit 18 kennengelernt. Sie ist dann 38, sie ist ja noch jung. Du bist dann schon über 60. Ja, oder über 50. Dr. Dre ist 50. Und sie denkt, und sie, nee, Dr. Dre ist weit über 50. Ich glaube, der ist 52 oder so. Ja, 4, 5, ist ja egal. Und sie denkt sich dann, ey, ich bin noch jung. Ich bin ja noch unter 40 und guck mal, wie alt er ist. Ich will jetzt mein Leben leben. Deswegen ist das immer so eine gefährliche Sache. Aber, worauf ich hinaus will, ist, das kann man jetzt so und so sehen, weil ein Ehevertrag, meiner Meinung, wäre es schlau? Ja, man weiß nie. Aber meiner Meinung nach... Gerade du mit deinem Schamgefühl. Ja. Ist das so, ja, ich will sicher gehen. Und dann kann sie ja immer sagen, ah, denkst du also, dass wir uns trennen werden? So, das ist schon, du behaftest das negativ. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, und sollte dann, man es dann machen auch, oder nicht? Und dann geht es ja auch um die Prozentzahl, was kriegt die Frau? Ja. Also man sagt, jeder Star, beziehungsweise nein, machen wir das Wort Star weg, sondern Millionär. Jeder der Mensch, der sehr viel Geld hat und erfolgreich ist, sagt man, er ist dumm, wenn er keinen Ehevertrag aufsetzt, weil dann wird aufgeteilt, so wie der Staat das bei der Ehe macht, und sie kriegt einfach die Hälfte. So. Also ich würde es anders machen. Also ja, was würdest du machen? Ich würde einen Ehevertrag machen. Ja, aber ist das nicht so? Ich trau dir nicht, ist das dann? Nein, ich würde einen Ehevertrag machen und würde ihr 90% geben und mir 10. Ist ja dann noch schlimmer, als wenn du keinen machst. Nee, warum? Sie ist die Mutter meiner Kinder dann. Und ja, warum machst du denn überhaupt einen? Ja, weil dann kriege ich ja 50. Ich will, dass sie so richtig alles kriegt. Ja, der tut so, als ob der Staat sagt, 50, du darfst sie nicht mehr geben. Du kannst das doch so wie Dings machen. Ja, aber ich brauche ja die 10%. Nachher kriegt ihr die 100. Wenn die richtig dreist ist. Nee, es wird fair aufgeteilt, ja. Es wird fair. 50, egal was? Egal was. Deswegen ja, okay, dann 50. Weil dann kannst du, wenn du cool mit dir bist, immer noch sagen, ey, ich geb dir 80. Aber 50 auch, was du davor hattest? Nee, ab dann, ab Ehe. Ab dem Zeitpunkt der Ehe, ja. Also, dann gebe ich einen Tipp. Ja, aber ich weil, weißt du, da haben wir doch einen besten Tipp für die Pyjamisten. Ja. Dann wird doch niemals im Leben erfolgreich, bleib arbeitslos. Ja. Und wartet, bis die Frau wird, weil die wollen ja immer so krass werden. Ja, aber guck mal, man soll doch heiraten, also jetzt ernsthaft, nur wenn du überzeugt davon bist, dass du mit dieser Frau bis an dein Lebensende zusammen sein willst. Ja, richtig? Aber das ist ja du der Heiratstrend jetzt. Ja, du sollst doch keine heiraten, wo du sagst, ja, ich guck mal, ob es klappt. Und deswegen, wenn du aber davon überzeugt wirst, dass es bis ans Lebensende hält, aber und dann machst du mal was anderes gesagt. Warte, dann du machst einen Ehevertrag, dann das ist so wie die Geister, die ich rief. Verstehst du, ja? Nein. Super Argument. Haben die nein. So. Frag mal deinen Opa, ja? Die wissen gar nicht, was das ist. Ja, aber ich wollte jetzt auf was anderes hinaus. Ja. Und die kam aus einer Zeit, wo es für eine Frau nicht so viele Möglichkeiten gab. Das heißt, da hat die Frau wirklich nichts, wenn die sich scheiden lässt. Die durfte sich auch nicht scheiden lassen. Und sie haben... Tut so. Natürlich gab es keinen Ehevertrag damals, weil die durfte ja nicht weg. Wenn sie weggegangen ist, wurde die geköpft. Wir reden doch jetzt ernst, Bruder. Ich meine es auch ernst. Nein, die wurde nicht geköpft. Ach so, was passiert dann?
Weiß ich nicht, weil meistens verschwinden die dann. Ja, weil du weißt, nein, weil du weißt es nicht, weil es noch nie passiert ist. Man sagt immer, ey, die Eltern oder die Opa oder Oma, die waren 40 Jahre zusammen. Ja, weil die mussten. Da gab es keine andere Wahl. Diese Scheidungsrate in Deutschland hat sich so hoch gepusht, weil du hier offensichtlich immer in großen Plakaten das siehst. Du hast die Wahl, wenn du willst. Scheidungsanwalt, das, wir beraten sie, bla bla bla. Wenn du jemand die ganze... Wie bitte? Ist modern geworden. Ja, ist modern geworden. Mhm. Guck mal, das ist genau so. Warum? Aber ich glaube ehrlich, ich glaube, guck mal, du hast natürlich recht. Also wenn wir jetzt ernst bleiben, ne? Du hast natürlich recht, dass damals, selbst wenn eine Frau unglücklich war, hat die sich nicht scheiden lassen. Aber auch der Mann. Also wir müssen jetzt nicht nur auf die... Ja. Also auch ein Mann, wenn er unglücklich war und gesagt hat, ey, die Frau passt mir nicht, der hat sich auch nicht scheiden lassen, weil der einfach gesagt hat, ey, ich kann das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht. Was ich aber auch cool finde teilweise. So, das war bis 1900, glaube ich, 80, 85 sogar auch in Deutschland genauso. Ja, nicht 80er, bisschen früher schon. Bis 70er? Ich will jetzt nicht da genau sagen, aber auch, das war überall verpönt. Das hat man einfach nicht gemacht. Aber man muss sagen, die Leute waren auch cool. Das heißt, selbst wenn der Mann und die Frau sich nicht verstanden haben, die haben dann daran gearbeitet, weil die haben gesagt, ey, wir sind eine Familie, wir sind eine Einheit, wir haben Kinder. Heute, die Frau sagt, Schatz, wie findest du meine Pediküre? Der sagt voll hässlich, die sagt, boah, und dann lassen die sich scheiden. Ja. Es wird alles so einfach weggeworfen. Aber du hast vor ein paar Folgen davor, hast du mal erwähnt, dass die meisten Ehen wahrscheinlich so sind, ach, ich liebe sie, aber jetzt ist sie nicht meine Liebe des Lebens. Genau, genau, ja. Ja, da wollte ich darauf hinaus. Ja. Da kann man sich doch eher einen Ehevertrag machen oder eher scheiden lassen, als wenn man sagt, ich liebe diese Frau über alles. Ja, hast du recht, aber nur weil ich sage, ey, ich liebe die nicht bis in den Tod, das ist einfach eine coole Gemeinschaft, heißt das ja trotzdem nicht, dass ich davon ausgehen will, dass sie sich mal irgendwann von mir trennt. Weil ich freue mich ja, mit ihr eine Familie zu haben. Ich freue mich, dass sie die Mutter meiner Kinder ist. Sie ist ja eine gute Mutter. Du willst ja diesen Familien... Ich sage ja nicht, mach keinen Ehevertrag. Ich wüsste nicht, wie ich das durchbringe, weil ich würde mich schämen. Der schämt sich nicht mal 2 Euro Trinkgeld nicht zu geben. So, weil das ist ja dann nicht. Aber es wäre so geil, wenn ich das bei dir sehen würde. Okay, was würdest du machen jetzt ernsthaft, wenn deine... Okay, was macht man, wenn die Frau sagt, warum willst du einen Ehevertrag? Glaubst du, dass unsere Ehe nicht halten wird? Das ist das. Was sagst du dann? Was sagst du dann? Ja. Ja. Warte mal. Was sagst du dann? Was sagt man dann? Was kann man sagen? Ich halte nichts von Ehevertrag. Ja, siehst du, also er ist schon mal ganz raus. Ich habe einen gemacht. Ernst jetzt? Du hast einen gemacht? Wie hast du es gesagt? Ah, nee, bevor du sagst, wie hast du es gemacht, wie hat sie reagiert? Das interessiert mich. Die Reaktion war so, dass sie gesagt hat, du, das, was du für richtig hältst, das machen wir nicht. Die muss dir mit. Ja, aber das ist eine Aussage von einer Frau. Ich hoffe, du erstickst nachts. Ja, mach das, was du für richtig hältst. Das ist nicht. Ja. Die Antwort wäre, Schatz, du hast vollkommen recht, alles, was du vor unserer Ehe aufgebaut hast, ja, mit deiner eigenen Kraft, mit deinen eigenen Mitteln, mit deinem eigenen Geld, steht dir zu. Ich habe kein Recht darauf. Aber ich sag ehrlich, du bist eine korrekte Frau. Aber ich bin oldschool da. Das ist doch deine Frau, du bist doch ihr Beschützer. Warum soll das, was du vorher erarbeitet hast, nicht auch ihr gehören? Du sollst ihr nicht alles geben. Ja, aber er sagt ja, eine korrekte Frau sagt, ich will das gar nicht haben. Ja, das ist eine korrekte Frau. Ja. Stimmt, aber ich würde trotzdem sagen, ja, aber ich gebe es dir trotzdem. Ja, ich weiß, du zahlst ja auch Strom für andere fremde Menschen. Ein Jahr lang. Ja. Ja, was würdest du machen, wenn deine Frau dann sagt, ja, warum willst du einen Ehevertrag? Wie kommst du da raus? Ich glaube, meine Frau wird das nicht sagen. Wenn? Würde nicht. Okay, was hättest du gemacht, wenn du eine Frau hättest, die das gesagt hat? So muss ich die Frage stellen. Gibst du zu, dass es eine unangenehme Situation ist? Das wichtig. Ja, das ist eine unangenehme Situation, aber du übertreibst wieder. Ja? Guck mal, ich glaube, das kann man so beim Frühstücken einfach bereden. Nein! Boah! Findest du? Ja. So, nein. Ey, Schatz, ich hab mir was überlegt. Okay, würdest du nicht dieses Schamgefühl kriegen, wenn du eine Frau hättest, die das sagen würde, ey, warum möchtest du einen Ehevertrag? Denkst du etwa, unsere Ehe geht unter? Denkst du, wir bleiben nicht unser Leben zusammen? Was sagst du dann? Ich sag, hör mal zu. Nein, das würdest du nicht so sagen, Bruder. Okay. Sag mal ehrlich. Wir reden mal, wir spielen das jetzt mal nach. Ja. Ja? Nein, du bist nicht ernst. Nein, deswegen bin ich spiele das jetzt nach. Nein, doch. Schick Scham daran zu denken. Das hast du den Andrew Agassi Scham. Nein. Guck mal, stell dir die Situation, hör mir genau zu. Ja. Situation beim Frühstücken. Ja. So, du spielst den Brot. Ja, und du sprichst das jetzt an. Ja. Und dann sagst du, Schatz, ich habe mir. Ja, stimmt. Schatz, ich habe mir die letzten Tage ein bisschen Gedanken gemacht. Die Arme ist gerade schwanger, sowieso Hormone. So, ja. Und dann, ich habe mir die letzten Tage Gedanken gemacht. Und ich finde, es ist besser für uns. Ja? Ja. Und ich glaube, dass du auch meiner Meinung bist.
dass wir über eine Gütertrennung reden sollten. Was ist eine Gütertrennung? Ein Ehegelübnis. Warte, warte. Und dann... Erstmal ist das nicht. Aber ja, doch, warte, du umschweifst ja ein bisschen. Ja, ja. Ja, ich glaube, Ehevertrag, deine Eltern sind auch dafür. Du lügst also noch? Nö. Also du sprichst das wirklich mit ihren Eltern? Ja, klar sind die Eltern dafür, die wollen ja was abgreifen, Alter, wenn du weg... Wenn das nicht ja, aber geht. Der Ehevertrag ist ja dafür da, dass die Frau nichts abgreift. Dafür ist der Ehevertrag... Du hast den Ehevertrag... Guck mal, nein, Ehevertrag, du sollst... Also meinst, du musst ja nicht den Ehevertrag immer reinschreiben, du kriegst gar nichts. Ja, ja. Von den 50 machst du 20 oder 15%. Genau, genau, aber... Da, es die soll ja nicht nichts kriegen. Ja, ne, das wäre klar, aber dieser Umstand, bin ich mir sicher, wird deine Frau verletzen. Nein. Nein? Es gibt auch gute Eheverträge. Okay, was wäre ein guter... Ein Ehevertrag heißt ja nicht immer negativ. Aber 50-50 ist eigentlich auch fair, oder nicht? 50-50 ist... Ihr beide sind glücklich. Ja, ist es fair oder nicht? Ja, es kommt darauf an. Aber guck mal, jetzt die Kritiker, guck mal, in Amerika, da darf man nicht vergessen, dass das Volk da, ich bin jetzt nicht der amerikanische Politikexperte, aber das ist schon so, dass... Warum? Das, du kennst auch Shania Twain, die man die Country muss. Es ist ja schon so, dass das Volk seit Jahren, also vor allem die Männer, das Scheidungssystem in Amerika sehr, sehr hassen, weil die sagen, alles ist darauf ausgelegt, dass nur die Frau profitiert, es ist unfair, auch bei Dr. Dre, das wird jetzt wieder so kontrovers diskutiert, weil die sagen, ey, das ist unfair, sie hat nichts dafür gemacht. Weder hat sie die Hits, sie hat weder Eminem gesigned, sie hat weder California Love produziert, sie ist nicht der Kopf hinter NWA, sie hat nicht In The Club produziert, sie hat nicht die Kopfhörer mit Jimmy Iovine gemacht. Warum soll sie 500 Millionen Dollar kriegen? 800. Nee, Dr. Dre hat ja 800 circa und es ist 400, so ist das. Echt? Ja, deswegen habe ich gesagt, okay. 500, ich habe aufgerundet. Warum soll die, das ist unfair, es ist nicht gerechtfertigt. Und die Leute sagen, ein Mensch, dem du 5 Millionen Dollar gibst, lebt besser als 90% der Menschheit. Er lebt wie ein König. Warum 400? Ja. Es ist völlig übertrieben. So. Das ist dann der Punkt, wo man sagen könnte, ja, dann ist 50-50 anscheinend doch nicht fair. Ist weil diese nicht. Leute sagen, das ist nicht fair. Deswegen ein Ehevertrag, gib ihr deine 10% oder 5,8% wie in der Immobilienmakler. Ja, aber ist 50-50 fair oder, warte, teilst du die Meinung hiervon, dass du sagst, ey, das ist völlig übertrieben, dass sie das kriegt, das ist unkorrekt? Ja, ich finde das übertrieben. Warum? So für unsere Zuhörer, warum? Warum? Nee, ernsthaft, warum ist das deine... Ja, warum? Du hast doch schon alles gesagt, warum? Weil es nicht verdient... Guck mal, wenn sie, also wenn zum Beispiel, es gibt ja auch Ehepaare, ja, die haben zusammen eine Firma, eine... Genau. So bei euch bestimmt, Wein, ihr seid ja aus den Weinbergen. Sagen wir mal, sie werden so... Wie viele Winzer haben mit ihrer Frau zusammen dieses Ding gestartet? Dieses Weingut und so. Ich persönlich kenne jetzt eins. Wenn die sich jetzt ein Imperium zusammen aufbauen, ja, da ist 50-50 fair. Ja. Ich denke, dass ein Scheidungsding da, 50-50, immer von einem Richter oder vom also so eine... Dass das so je nach Fall individuell behandelt werden, genau, sollte. Und nicht einfach, nö, 50-50, ja, so 50, ist das System. So, hör mal zu, wie sieht's aus? Ja, wir haben zusammen die Firma gegründet, wir sind zusammen reich geworden, 50-50. Okay. Was hast du gemacht? Ich war zu Hause, hab die Kinder geworfen, sonst nichts. Okay, ich hab eine Frage. Was ist, wenn die Frau argumentiert, ehrlich jetzt, ja, wenn die sagt, ja, aber ich war seelischer Beistand 20 Jahre für ihn. Und Telefonseelsorge kannst du auch anrufen. Nee, jetzt mal ernsthaft, ist das ein Argument? Wenn sie sagt, ich war aber seine Frau, ich habe seine Wäsche gewaschen, ich war für ihn da, wenn er Probleme hat, wenn er nachts geweint hat, habe ich ihn getröstet. Jetzt ernsthaft so. Ich war ja die Kraft, die treibende Kraft an seiner Seite. Guck mal, es kommt darauf immer drauf an. Bevor man das alles ausdiskutieren kann, ja, ist erstmal der Scheidungsgrund der wichtigste von allen. Oh, sehr gut gesagt. So, stell mal vor, die Bitch ist mit deinem Bruder abgehauen. Ja, aber hier kennt man den Scheidungsgrund bei Dr. Dre. Nee, ich meine jetzt allgemein. Ja. Dann willst du der wahrscheinlich gar nichts geben. Boah, Scheiern! So, weißt du? Der hat recht, individuell ist echt besser, weil der hat recht. Ja, weil dann verdient sie nichts. Dass der Richter sagt, ah, ja, hast hier mal hier den... Ja, genau, den Windhund gemacht. Ja, den Windhund hast du mal ein Geodreieck geöffnet. Ja. Und dann kriegst du jetzt gar nichts dafür. Ja. Selber schuld, hättest du es nicht gemacht. Ja. Das ist dann fair. Ja. Oder der Mann macht das, ja, dann kriegt die Frau alles. Alles. Fertig, der Mann hat Pech. Ja. Egal, hast du ja alles aufgemacht, hättest du es nicht gemacht. Ja, ja. So, das ist die Strafe. Ja, das finde ich gut. Ja. Also das jetzt so für mich, ja, jeder kann anders entscheiden. Das finde ich dann besser, aber jemanden, was kann die arme Frau dafür, weil der Mann ein Wichser ist, ja, sorry, dass ich das Wort jetzt sage. Fäkalsprache. Ja, Fäkalsprache. Fäkalsprache ist nicht in Ordnung. Also wenn der Vollidiot das macht, warum soll die Frau drunter leiden und nichts bekommen? Ja, nee, da bin ich mit dir. Also immer so abwägen. Guck mal, in Amerika wird ja auch, beschweren sich ja auch viele, vor allem Stars, Sportler, Rapper,
was die Tantiemen betrifft. Weil in Amerika, aber ich glaube, Unterhalt. Tantieme? Tantiemen. Was? Tantiemen. Ich mache so am Kopf, ob ich mehr höre. Ja, und hältst du noch mit zu. Hast du das schon mal gehört? Unterhalt. Ne? Und da sagen die auch, guck mal, das ist eine normale Frau, die hat vorher nichts gemacht. Was heißt nichts gemacht? Die hat so nebenbei als Kellnerin gearbeitet. Dann schläft sie mit Lil Wayne, als Beispiel, ja. Und jetzt muss Lil Wayne ihr $80,000 im Monat geben. Fürs und, Kind. Ja, und er beschwert sich und sagt, ey, das sollte berechnet werden nach dem, was das Kind braucht und nicht, was ich verdiene. Weil ich habe mit dieser Frau nichts zu tun. Das war eine einmalige Sache. Die hat jetzt ein Kind von mir und jetzt muss ich ihr Highlife finanzieren. Weil das Kind kostet sie nicht $80,000 im Monat. Aber so ist das auch in Amerika. Das wird so gemacht. Das heißt, Michael Jordan kann einen Groupie schwängern, ja, und ein Obdachloser kann einen Groupie schwängern. Und fair wäre, wenn beide das gleiche zahlen müssten. Nein, aber Michael Jordan muss wahrscheinlich der Frau dann 3 Millionen im Monat geben. Der Obdachlose muss dann nicht, so $200 muss der ihr geben. Hm. Krass. Das ist, Also es ist ein unfaires System, ne? Ja, könnte man sagen. Also da viele Frauen davon profitieren, sagen die nur, dass unsere... Jetzt, guck mal, es gibt auch Frauen, die es verdienen, einen großen Teil des Vermögens zu bekommen, weil die wirklich durch die Hölle gegangen sind. Ja. Weil der Mann ein Arschloch war. Die ist das. Dann gönne ich das der Frau. Ja. Aber wenn eine Frau, es gibt ja auch abgebrühte Frauen. Ja, klar. So eine richtig, wie nennt man das, so eiskalte, ja, die den Mann wahrscheinlich 200 Mal betrunken haben, ihn nur wegen seinem Geld will, dann soll diese Frau... Also es ist ja auch bekannt, das ist ein Fakt, dass Frauen mit Stars extra zum Beispiel nicht verhüten oder so und denen ein Kind andrehen, weil die sagen, ey, mein Leben ändert sich, weil die das System kennen, weil die sagen, ey, ich krieg dann nicht 500 Euro nur für mein Kind, sondern das ist Lil Wayne, ich krieg einfach $100,000 im Monat. Zum Glück sind wir arm. Ja, Mann. Und zum Glück bin ich schwul. Und zum Glück. Mir kann keiner ein Kind andrehen. Zum Glück, bei mir geht's auch nicht mehr. Ja. Wir sind safe. Wir sind sicher. Wir können nichts tun. Aber das ist schon krass. Also Drake. Aber ich Drake, das ist ja genauso passiert. Drakes Babymama. Ja, auch. Ist ja eine Pornodarstellerin. Ja, und jetzt hat sie richtig Geld. Jetzt hat sie richtig Geld, ne? Aber jetzt meine mit dem kleinen Albino. Ja, jetzt meine Frage an dich. Ja. Wie findest du das System? Findest du das richtig, dass man... dass man nach dem Lohn des Mannes das berechnet? Hör mal zu. Diese High-Life-Tussi. Ja. Mehrere, das gibt's tausendmal in der Million. Die kann von mir aus hier irgendwo im Europalace, kann die ihre Fingernägel für 20 Euro machen, ist mir egal. Mein Kind, also ich finde, wenn das Finanzamt schon so krass dahinter ist, dann geht doch mal hin und sagt, hör mal zu, du kriegst Unterhalt von 20.000 Euro im Monat, aber ich möchte jeden Beleg sehen. Und wenn ich einen Beleg sehe, was nicht für ein Kind, für das Kind ist, die nicht dann. So, dann gibt's das Geld nicht mehr. Bam. Was? Dann kannst du es kontrollieren, wie viel braucht das Kind wirklich. Sagen wir mal 3.000, dann werden 17 wieder weggenommen. 3.000 hast du fürs Kind im Monat ausgegeben, fertig, das reicht. Was hältst du von der Argumentation, wenn man sagt, wenn der Richter sagt oder der Staat, jetzt bleiben wir bei Amerika, ne? Ja, Mr. Lil Wayne, sie hätten überlegen sollen, was sie machen. Sie sind ein erwachsener Mann. Ja, sie wollten den kurzen Spaß. Dann tragen sie auch die Verantwortung. Ja. So, das ist ein Argument, das benutzt wird von den Leuten, die für dieses System sind, was meistens eh nur Frauen sind. Oder ein anderes Argument, das benutzt wird, ist, ja, das ist Lil Waynes Sohn, der kann nicht wie Nizars Sohn leben. Deswegen muss der so einen gewissen Standard haben. Das ist Quatsch. Beides Quatsch. Es ist wegen, auch wieder eine Auslegungssache. Hör zu, dann kann man ja auch sagen, die Frau hat mich verarscht, die hat mich reingelegt. Ja, dann sagen die hat sie nicht gezwungen. Das ist Missbrauch. Ja, dann sagen die hat sie nicht gezwungen. Genau, dazu. Und ich habe sie auch nicht gezwungen. Wenn auch eine Frau sagt, der Mann hat mich vergewaltigt, kommst du ja auch direkt in U-Haft. Ja, stimmt. Also. Ja, das, ja. Ja, warum? Ja. Du kannst ja erstmal sagen, was du möchtest. Ja. Und ich denke einfach, es kommt auch, es ist wieder eine Auslegungssache. Ich glaube. Weil eine Frau, wenn es meine Ehefrau ist und ich liebe sie über alles und sie sagt, meine Gefühle sind weg. Ja, genau. Passiert ja. So, und sie hat aber 2 Kinder von mir oder 3. Dann will ich nicht nur, dass es den Kindern gut geht, ich will trotzdem, dass es meiner Frau gut geht. Ja, klar. Oder meine Ex-Frau dann. Ja, weil deine Kinder wahrscheinlich eh die Frau mehr lieben werden als dich. Ja. Und weil du deine Kinder liebst, willst du dir das denen gut geben. Weil die werden dir das übel nehmen, wenn du nicht cool zu der Mutter bist. Genau, aber ich finde auch, egal was die Kinder sagen, du sollst zu dieser Frau, die immer an deiner Seite war und irgendwann vielleicht diese Gefühle nicht mehr für dich aufbringt, musst du trotzdem korrekt sein zu ihr. Ja.
Und dann musst du auch für sie wieder da sein und auch ihr ein schönes Leben zu ermöglichen. Dann finde ich das wieder in Ordnung. Aber es kommt darauf wieder an, wenn es jetzt eine Bitch ohne drei Zähne sind oder so. Ohne drei Zähne, also weniger. Ja. Ist, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, guck mal, diese Gesetze sind ja teilweise auch sehr alt. Als die gemacht worden sind, war das ja wirklich so, dass für eine Frau, es gab nicht viele Möglichkeiten, nur um die abzusichern. Die wurden nicht erneuert. Genau. Die wurden nicht, ein gutes Argument. Die wurden nicht angepasst. Wie alt sind die Gesetze? Ja, bestimmt. In den 20ern oder so wurden die wahrscheinlich gemacht. Ich weiß es jetzt kann nicht. Kann ich mir 30 Euro leihen? Ich kann dir 30 Euro schenken. Ich schenke dir 40 Euro. Leih mir 30 Euro. Ich schenke dir 50. Nee, das will ich nicht. Oh. Ich will leihen und einfach nicht zurückzahlen. Wie es alle machen. Ja, das regt mich dann auf. Ich würde sagen, weil ich muss aufs Klo. Ja, warte, ich will noch was sagen. Ja, sag. Aber ein Jackpot-Move wäre jetzt, weil Dr. Dre's Frau sieht nicht schlecht aus. Jetzt muss ich ehrlich sagen, wenn ein Typ, die sich jetzt krallt und die schwängert. Boah. Kriegt er dann Unterhalt? Nee, ich glaube so, ich bin mir nicht sicher, aber. Ja, warte mal, warum? Nee, er soll auch mit dir zusammenbleiben. Der profitiert dann richtig, aber das könnte ich auch nicht. So stell dir vor, dann macht die Frau cool so. Sagt der, der jeden Tag im Hotel 70 Frauen abzieht. Ich bin so nach Deutschland gekommen, aber jetzt, wo ich hier hingekommen bin. Dann ist es unkorrekt. Ja, dann ändere ich ja, dann hab ich auf einmal Würde und Stolz. Rüdesheim wird dir gefallen. Was? Da sind auch 70. Wo? Rüdesheim. Ja, ich zieh da hin. Ja, da gibt's auch Hotels? Ja, ja. Ja, da kannst du auch arbeiten. Als Animateur. Ja. Ja, klar. Dann bist du eine ägyptische, die lassen dich einfliegen. Die sagen, wie zu Gast, heute Nisa, der ägyptische Hotelanwalt, live bei uns im Hotel. Also, meine Damen und Herren, ich muss mal wirklich aufs Klo. Ja, meine Damen und Herren. Aber es ist, so Themen können wir gerne öfters besprechen. Ja. Das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Weil warum? Weil dann lernen die Leute mich so kennen und sagen, boah. Der ist eigentlich voll korrekt. Ja. Aber ich finde das geil. Nein, nein. Weil ich weiß, wie du bist. Weißt du, wie das dann ist? Irgendwann werde ich so eine Biografie schreiben, ein Buch. Da werde ich alles erzählen, wie du wirklich bist. Aber guck mal, das ist so wie. Also ganz Liebe und dann kommst du mit Herz, dass du mir immer so mit Herz schreibst. Ich verbrenne alle Exemplare. Warum? Ja, das geht nicht. Ich muss diese Rolle aufrechterhalten. Ja, warum bist du so krankhaft? Das ist geil. Du bist kein Gangster. Du bist ein Liebesgangster. Ich bin kein Gangster, ich bin ein Kannibale. Weißt du, was ein Gangster du bist? Wie bei Tupac mit Janet Jackson in dem Film. So ein Gangster bist du. Nee. Ja, jetzt hab ich dich. Nee. Doch. Ich bin so wie Michael Myers bei Halloween 2. Ey, du bist doch durch. Das ist so mein Ding. Ist das mit Busta Rhymes? Oh Gott, Halloween Resurrection, der war so... Ich habe mich fremd geschämt. Im Kino habe ich ihn ja geguckt. Echt? Also, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr... Buster Rhymes noch Karate gegen den so am Ende so... Whoa. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge auf Spotify einfach folgen. Wenn ihr zwei Folgen in der Woche mehr sehen wollt... Bijamist-Mitglied werden. 1,99 im Monat ist ein Ayran oder ein Red Bull weglassen. Ich mach ein Video da demnächst, wo ich Tipps gebe zu Kannibalismus und Serienmord. Okay. Link in der Beschreibung. Link in der Beschreibung, klickt drauf für iPhone-Nutzer, für Android-Nutzer, einfach auf Mitglied werden. Ihr könnt auch normal abonnieren, würde uns auch freuen. Ja, klar. Jederzeit kündbar, keine Falle. Ja. Könnt euch sicher sein, weil... Geht bitte auf... Wenn es auf Nisas Name wäre, würde ich mir auch Sorgen machen. Weil das Geld geht dann irgendwo in so Nafri-Länder. Ja. Wird unterstützt für grüne Flaggen. Und bei mir könnt ihr euch sicher sein, ich bin Europäer, das bleibt auch in Europa. Wir zahlen brav Steuern dafür. Macht's gut. Ich will noch was sagen. Love you. Darf ich Werbung für mich selber machen? Ja, klar. Ab August, September ist wieder die Tour. Ach, gehst du auf Tour? Ja, also es geht endlich weit. Ja, erster Auftritt ist in Düsseldorf. An alle Düsseldorfer, 18. August, Open Air. Tickets www.nisa.tv. www.nisa.tv. Genau. Welches Datum? 18. August in Düsseldorf geht's los. Dann bin ich im September Köln. Und 15 andere Städte, die ich nicht weiß. Guckt einfach auf der Website. Kommt vorbei, ich erzähle ganz viele Bijamisten-Witze und ich zahle für alle den Strom, die vorbeikommen. Ja, sehr gut. Und halt mal dein Wort. Und ich koche jedem einen Schubsi-Hapsi. Ja, das will ich sehen. Ja. Ey, weißt du, das nächste Mal, ich bringe dir eine Folge einfach Schubsi-Hapsi mit. Ja, bring mir die Schubsi-Hapsi. Und dann isst du vor der Kamera Schubsi-Hapsi. Ja, ich probiere einmal. Ja? Ja, aber du musst so Schubsi-Hapsi so mit Genuss essen. Wir holen dir Heller. Und sagen so, ey, bring mir Sisam, bringst du mir Lemon? Okay, so. Ciao, mach's gut.